Fast 400 Jahre sind vergangen, seit in Deutschland der Krieg aller Kriege entbrannte. Blühende Landschaften wurden verwüstet. Millionen von Menschen starben durch Hunger, Pest und rohe Gewalt. Es war eine der größten Katastrophen der europäischen Geschichte. An manchen Orten starben niemals zuvor und nie wieder danach so viele Menschen. Stände, der Adel und die Städte fordern politische Rechte und Glaubensfreiheit. Der böhmische König, der Habsburger Ferdinand, verweigert ihnen beides. Eine Abordnung der Stände wirft darauf zwei kaiserliche Räte aus einem Fenster der Prager Burg. Der Prager Fenstersturz. Das ist das Signal zum Aufstand. Die Stände erklären Ferdinand für abgesetzt und wählen den Führer der Protestanten im Reich, dem Pfälzer Kurfürsten Friedrich, zum neuen König von Böhmen. Die Stände hoffen, dadurch den Streit mit Habsburg auf die internationale Ebene bringen zu können. Denn Friedrich, der sogenannte Winterkönig, ist der Schwiegersohn des englischen Königs und ein Neffe des niederländischen Statthalters. Wegen Böhmen wollen die aber keinen Krieg riskieren. Es lag am Kleinmut der Protestanten, dass die Schlacht am Weißen Berg verloren ging. Wenigstens von den protestantischen Fürsten des Reiches, ihren Glaubensbrüdern, erhoffen sich die Böhmen Beistand. Aber auch dies eine Fehlkalkulation. Die protestantischen Fürsten scheuen den Präzedenzfall. Immerhin rebellieren da Stände gegen ihren legitimen Landesherrn, den Habsburger. Die Konfessionsfrage ist in diesem Fall zweitrangig. Die Schlacht am Weißen Berg wird zum triumphalen Sieg der kaiserlich-katholischen. Der böhmische Aufstand bricht in sich zusammen. Der Winterkönig entkommt buchstäblich in letzter Minute. Krieg um Glauben, Macht und Geld, er ist noch lange nicht zu Ende.
Yes, my master. What does the Sultan will? Na'am, Sultan. Orders? Na'am, Sultan. What is the Sultan's will? Hinter der Fassade der Prager Burg wird ersonnen, wie Böhmen wieder katholisch werden könnte. König Ferdinands Statthalter haben den Abriss von Kirchen der Protestanten gebilligt. Für deren Ständevertreter ist dies ein Bruch ihrer verbrieften Religionsfreiheit. Und ein Affront. Eine Delegation von ihnen marschiert zur Prager Burg. Fabricius, geht zur Tür und seht nach. Die Vertreter des Königs ahnen nicht, was ihnen bevorsteht. Was wollt ihr? Verräter, ihr missachtet unseren Glauben. Und unsere Rechte. Ketzer haben keine Rechte. Nur weiter so. Euch Prahlhänsen werden wir das Maul stopfen. Gottloser Pöbel, lass mich los! Um Himmels Willen, wir haben nichts getan. Fahrt zur Hölle. Ihr papistischen Teufelsbraten. Lasst mich!
Die Protestanten stürzen die Statthalter des katholischen Monarchen aus dem Fenster. Obwohl er glimpflich endet, der Prager Fenstersturz löst eine Spirale der Gewalt aus. Was als Protest für Recht und Freiheit gegen die Politik Ferdinands gedacht war, wird von der katholischen Propaganda in Wien als brutaler Anschlag angeprangert. Yes, my master? Sie? Gibt es etwas zu besprechen, guter Mann? In Ordnung, ich nehme euren Vorschlag an. Sehr gut, was für Ideen habt ihr noch? Unsere Verhandlungen waren wirklich erfolgreich. Guten Tag. Orders? Na'am, Sultan. As my son. What is the Sultan's will? How may I serve, Sultan? As my Sultan wills. Sultan! We move at first light. Thank you.
Einheit, was sie probieren! Einheiten! 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 Marschieren! Marschieren! Vorwärts! Vorwärts! Bereich bewachen! Bewachen!
General ist kein wahrer Mann. Er flieht vom Schlachtfeld und überlässt seine Männer ihrem Schicksal. Der Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Der feindliche General ist tot. Wir haben den Schweine unser Halle geschenkt. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Niemand wird uns hier vermuten, Kaiser. Ein perfekter Hinterhalt. Yeah?